Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Weil das sind jetzt alles Sackgassen, die wir gehen können. Weil der richtige Weg führt ja unten in der Dings weiter, in dieser Halle. Halt, komm her. Die Frage ist natürlich, was macht dann für Squin, weil er wollte ja auch die Flammen binden. Oder. Ja, doch, binden hieß es, glaube ich. Das tat weh. Sehr schön. Jetzt kommen wir mit denen auch schon ziemlich gut klar. Er wollte ja eigentlich auch die Flammen binden. Hat es ja aber dann nicht geschafft, oder wie? Beziehungsweise bin ich jetzt das Erbe von. Oh, ich habe keine Ahnung, wie das alles noch zusammenhängt. Oder was dann Lord Gwyn gemacht hat, sagen wir so. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir da wahrscheinlich nach oben gehen. Ah, so ein Vieh. Mist. Ich kann ja aber nirgendwo auf ihn draufhüpfen. Das heißt, ich muss ihn jetzt so besiegen. Irgendwelche komischen Statuen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind da vielleicht irgendwo Leichen versteckt oder eine von diesen Statuen wird lebendig. Oder vielleicht doch keins von beiden. Wow, das war heftig. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Weile dauern. Aber wenn wir das natürlich so machen. Ah, nein, Seite, Seite. Nicht hinten, Seite. So, dann machen wir mal zweihändig. Ah, damit komme ich durch. Okay, damit komme ich durch seine Panzerung durch. Sehr schön. Das brauche ich irgendwie auch. Weil sonst hätte es hier noch eine Weile gedauert. Nein, es ist zwar Seite, aber nicht zu. Wunderschön. Schweinehelm. Schweinehelm. Sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei davon. Die vermehren sich hier. Ich habe doch nicht den einen Schweinehelm verkauft, oder? Nee, wir haben zwei Schweinehelme. Sehr schön. Ach ja. Wisst ihr noch die Zeiten, wo wir die ganze Zeit mit diesem blöden Schweinehelm rumgerannt sind? Nur der alten Zeiten willen. Weil wir ihn jetzt gerade wieder gefunden haben. Das sieht jetzt mit der Brust natürlich auch affig aus. Ja, ein bisschen zu affig, würde ich sagen. Nehmen wir lieber schnell wieder den Gargoyle-Helm. Halt, wo war denn der jetzt? Da ganz unten, ja, genau. Obwohl, können wir bei dem Helm eigentlich was richten? Oder ist der auch so unglaublich mächtig natürlich? Havels Zeug ist halt tatsächlich in allen ein bisschen besser. Außer in Gift und Hieb. Ach, da ist nochmal so ein Vieh. Das ist jetzt doof. Wo sind wir? Sieht sehr, sehr interessant aus. Machen wir mal einen großen Schlag. Das sah cool aus, aber nicht wirklich effektiv. Weil es viel zu lang dauert. Deswegen nehme ich ja eigentlich die Katana, damit ich ziemlich schnell bin. Ah, da schon Leuchtfeuer, das ist cool. Ich hoffe, die Viecher sind mal einmalig, aber ich denke schon. So wie sie einmal auf den Nerven gehen, auf jeden Fall. Ah, die haben so einen coolen Augenflimmer. Wenn ich ja mal Dings, wenn ich hier mal ein bisschen Verbindung herstellen darf, so ein Schimmern in den Augen oder solche Augen wie der Naragakuga aus Monster Hunter, aber wie gesagt, nur um ein paar Verbindungen herzustellen. Wo zum Teufel sind wir? Sieht mir auch irgendwie nicht so aus wie die Sommerresidenz von Lord Gwyn. Oder vielleicht ist ja die Sommerresidenz von Lord Gwyn, aber. Okay, haben wir jetzt 15 Estus-Flakons oder wie? Das heißt, brauche ich jetzt bloß zwei? Ich weiß es jetzt halt nicht. Ich nehme mal die Doppelmenschlichkeit. Davon haben wir einige. So, dann nehmen wir mal zwei und gucken mal, wie es dann geht. Aushöhlung umkehren. So. Aber das müsste bloß ein Fünfer sein. Und entfachen. Ja, das war bloß ein Fünfer, okay. Aber jetzt brauche ich noch zwei. Dann bin ich auch schon auf plus 20. Ah, Mann, ich sag's immer wieder, auf 20 Tränken, wollte ich sagen. So, entfachen. Sehr schön. Und dann entfachen wir es gleich nochmal auf 20. Wunderbar. Wenn ich bedenke, dass man, wenn man nicht davor in die Katakomben geht, erst jetzt dann auf das Feuerrad treffen würde. Nee, auf Feuerrad.
Ich will ja immer nur nicht, dass man. Oder ich. Das Feuerrad hört sich immer noch sehr komisch an. Dass man dann noch Feuerrad treffen würde, erst dann. Ja, das finde ich ein bisschen heftig. Weil ich würde ungern ohne 20 Tränke hier rumlatschen. Mir fehlt immer noch mein Kernstück und es kotzt mich an. Ich will das Ding so dringend haben. Okay, was seid ihr für Typen? Das ist schon mal ein Bogenschütze. Was zum Teufel? Kristallviecher irgendwie. Oh, die Dinger sind heftig. Ich mache ihnen ziemlich wenig Schaden. Das sind kristalline Untote irgendwie. Oder... Ja, Untote halt mit Kristallen besetzt, so ein bisschen. Ganz komisch. Ah, da hinten ist ein Magier. Da hinten ist nochmal so ein Kristalltyp. Okay. Hier könnte ich aber Kristallschwerter und sowas bekommen. Das heißt, es wäre vielleicht gar nicht so unklug, hier meinen goldenen Ring zu benutzen, aber ich benutze trotzdem den silbernen wegen den Seelen. Ich wollte gerade sagen, kannst du auch mal irgendwas machen, aber ich kann dich auch so angreifen. Die gehen mal auf 480 Seelen. Oh nein, natürlich sind auch vollkristalline Typen hier, das war ja klar. Und da die natürlich dann den Level angepasst sind, sind die jetzt auch gar nicht so einfach. Der Bogenschütze geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Hier hinten ist zum Glück keiner mehr. So. Vielleicht geht der jetzt im Nahkampf. Na toll. Noch ein Schlag hätte gereicht. Gut, aber wenigstens sind es die zwei Typen hier nur da. Zwei gehen noch, drei sind ein bisschen heftig. Ach, natürlich, die sind verstärkt von dem tanzenden Untoten wieder, klar. Von dem tanzenden Magier. So, was habt ihr denn? Gerades Kristallschwert, das war klar. Gerades Kristallschwert. Oh Gott, ich hätte verkaufen sollen. Ich hätte wirklich verkaufen sollen. Habe ich schon gesagt, dass ich hätte verkaufen sollen? Oh Gott, wo ist das Ding jetzt? Da. Ein Untoter führt dieses gerade halb in Kristall getauchte Schwert. Jetzt ist die gesamte Klinge kristallisiert. Das verstärkt den Angriff, macht die Klinge aber brüchig. Lange kann das Schwert nicht verwendet werden, denn es lässt sich nicht reparieren. Und hört nur 60. Okay, das ist halt das, was wir auch schon bei dem Dings festgestellt haben. Bei dem... Wer hat es? Ach, der Dings verkauft ist genau der... Hier, dieser verrückte Typ, der mir auch... ja, die ganze Rüstung eigentlich andreht. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, alle Rüstung bisher. Okay, der macht der Fluch? Ich weiß nicht, ob das Fluch oder Tod ist, was der da machen kann. Wo kommst du her? Ich hoffe nicht, dass er wieder aufsteht. Aber wo kommt er dann her? Hm, naja. Die Typen geben zumindest auf jeden Fall ziemlich gut Seelen. Ich kann die Einrichtung zerstören. Ich hoffe nicht, dass da irgendwo eine Seele drin ist. Vermute ich jetzt einfach mal nicht. Und da würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Magier. Der die ganze Zeit schon rumnervt. Archiv des Herzogs. Okay. So, du bist Geschichte, mein Freund. Endlich haben wir hier Ruhe. Und die Typen sind auch nicht mehr so stark. Archiv des Herzogs. Das heißt, es ist eine... Ja, so. Ja, Tatsache, eine riesige Bibliothek. Wow. Eine wirklich riesige Bibliothek. Das ist genial. Ups. Hat dir keine beigebracht, dass man ruhig ist in der Bibliothek? Herrgott, nochmal. Blöde Misttypen. Wow. Okay. Und das sind dann also die Bibliothekare, oder wie? Naja, andere Länder, andere Sitten. Sellerritter, schön. Okay, wir gehen jetzt aber wieder zurück mit den Seelen. Von Helden und sowas zu Rittern zurück. Können wir da denn was lesen? Können wir da hochgehen und was lesen? Och, Mann. Stirbtreppe. Ja, schwebendes Buch. Das gibt's nur hier. Das ist ein verzaubertes Buch, das, verzaubertes Buch halt, ne? So,
soll es auch geben. Okay. Könnte natürlich auch sein, dass irgendwelche Bücherregale fake sind, wenn man da durchkommt. Ich will jetzt aber hier nicht die komplette Bücherei abklappern, ob da irgendwelche Wände fake sind. Das überlasse ich mal den anderen Spezialisten. Sollte ich hier irgendein Secret verpassen, dann verpasse ich es halt. Mein Gott. Ich komme bisher auch so ganz gut durch und das wird nicht mein Ende sein, wenn ich da jetzt irgendwas verpasse. Wäre natürlich schön, alles zu finden, aber ich denke, es geht eh nie. Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die... Entweder stehen sie wieder auf, aber ich krieg ja Seelen von denen, oder? Ja. Also, wo kommen dann die Typen immer wieder her? Das sieht aus, als wäre da an dem Ding eine Vorrichtung. Ah, tatsächlich. Ah, damit kann man sich eine Abkürzung schaffen. Okay, okay. Sehr, sehr cool hier. Alles auf jeden Fall. Okay, hier haben wir einen Aufzug. Gut, den brauchen wir hier auch. Wow. Das ist hier wirklich sehr cool. Gut, gehen wir erstmal den Stock ab. Und gucken, ob es hier hinten noch irgendwas gibt. Wie gesagt, jedes dieser Bücherregale könnte fake sein. Durch alle könnte man durchgehen. Ich kontrolliere sie trotzdem nicht alle. Bist du fake? Nee, okay. Wie nett. Was bist du dann? Du bist Funkeltitan, okay. Sehr schön. Ich bräuchte aber eher Dämonentitan. Unten wartet noch ein Dämon auf mich, ich weiß, aber naja. Aber ich denke, es ist auch so gemacht, weil man braucht ja... Oh, das habe ich irgendwie komplett übersehen. Wie kann ich denn einen gigantischen Gang mit... Achso, weil ich hier noch gar nicht war, deswegen, okay. Ich dachte halt, wie kann ich denn so einen Gang übersehen? Okay, was macht der Typ da draußen? Ach komm. Okay, die Typen sind halt wirklich schwer. Oh, also es sind zwei. Dann vielleicht schon. Ach so, das ist ein Toter. Okay, ich dachte schon. Warum sitzt der da? Wow. Sehr cool. Ach so, hier sind wir natürlich dann mit dem Aufzug hochgefahren. Gut, okay, das gibt Sinn. Sehr, sehr cool. Funkeltitan, Dankeschön. Da unten ist Anodon. Oh mein Gott, ist das genial. Ich liebe es. Wow. Wirklich immer wieder sehr, sehr schön. So. Ah, die halten aber ein bisschen... Ja, die halten ziemlich viel eigentlich aus. Also man kann sie nicht mit einem... Oh, ich wäre beinahe verreckt. Das wäre blöd gewesen, weil ich weiß nicht, welche von diesen Gegnern wieder kommen. Ich weiß vor allem nicht, ob der Magier wiederkommt. Die Skelette, denke ich mal, dass er... Oh, scheiße! Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das hat mich zu Tode erschreckt. Alter! Ha, scheiße! Okay. Dann machen wir es mal nochmal anders. Die Dinger halten immer noch 1000 Schaden aus, aber sehr schön. Das hat mich jetzt wirklich zu Tode erschreckt. Kristallritterschild. Ja, das wird ja wahrscheinlich dann aber auch kaputt gehen. Oder? Dieses mittelrosa Metallschild ist auswendig ziseliert und bemalt. Okay. Obwohl er wohl in uralten Zeiten von adligen Rittern benutzt wurde, verfügt er über ähnliche Verteidigungswerte wie andere Schilde. Ja, Haltung ist halt ziemlich gut, okay. Robustheit 20. Ja, es bricht aber wahrscheinlich nicht, weil es hat... Es ist ein Kristallritterschild. Genauso wie die Kristallhellebarde. Ist es nur mit Kristall verbessert, aber nicht komplett eingetaucht, sodass es sofort kaputt geht. Okay, da unten haben wir aufgeräumt. Hier haben wir aufgeräumt. Auf in den nächsten Stock. Hoffentlich können wir überhaupt einen Stock bloß fahren. Okay. Okay, du kannst auch wieder... Oh Gott. Wieso will ich hier nicht unbedingt sein? Was ist denn das hier? Achso, Schrott, okay. Was ist das hier? Alles ist irgendwie... kristallisiert oder vereist halt auch. Sehr interessant, warum auch immer.
Was bist du denn? Oh, ich weiß, was er... Ich weiß zwar nicht, was er ist, aber ich weiß, was er macht. Das soll ich parieren. Okay, du bist halt nicht so typisch untot, sondern du bist mehr menschlich, beziehungsweise hast du halt eine Rüstung. Weil es auch ein ganz normaler Ritter war, okay. Die sind ja alle irgendwie so halb kristallisiert. Sehr interessant. Und wo gehe ich hin? Oh, Excel, nein. Ach, Mist. Gut, okay, das ist natürlich klar, dass hier dann auch irgendwo Echsen lauern können. Hier wird es immer schlimmer mit dem Kristallisierten. Mhm. Ich suche die vier großen Seelen. Bin jetzt hier ganz oben im komplett kristallisierten Raum. Alter, wie es aussieht. Und soll mich jetzt Sief stellen. Und ich dachte, Sief wäre eigentlich, ja gut, ein Drache. Schuppenloser Drache. Also es ist ja mehr Eis hier. Ha, interessant. Also ich finde es wirklich interessant. Was natürlich auch interessant ist, wie ich hier in die anderen Bereiche komme. Vielleicht ist das ja auch noch gar nicht der Boss. Ich weiß es ja jetzt nicht. Aber ich vermute einfach mal, weil wir sind jetzt ganz oben, eigentlich in dieser Kuppel. Was ich ja gesagt habe, was cool wäre und was vielleicht sogar so sein wird. Aber ich will eigentlich in die höheren Bereiche. Das ist ja zwar ganz cool hier mit dem Aufzug, aber da sind noch so viele. Und da ist ja diese Treppe, die da ja entlang führt, die muss man ja auch irgendwie aktivieren können, oder? Oder täusche ich mich da? Ich weiß halt nur nicht wie. Und somit ist das da dann eigentlich mehr oder weniger der einzige Weg. Gibt es da oben dann noch was? Ja, aber da ist ja die Treppe. Das heißt, es muss da ja was geben. Verdammt. Ich setze mich ja schon als Lagerfeuer. Mach ein Level up. Da muss ich zwar die ganzen Typen wieder... Ach so, das Lagerfeuer ist da unten. Aber mit 6 Flakons will ich jetzt nicht gegen den Boss kämpfen. Egal, was es jetzt für ein Boss ist. Aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass dieses kristalline Zeug zu Sief passt. Na gut, der Aufzug geht irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was ihn von den anderen unterscheidet, aber ich finde ihn irgendwie besser als die anderen Aufzüge. Aufsteigen. In Kondition, ja. Sehr schön. Okay, die Schweine kommen nicht wieder. Aber die Kristalltypen wahrscheinlich alle. Wie kriege ich diesen Hebel zum Laufen? Ich weiß es nicht. Ich gehe da jetzt oben mal rein und guck mal, was da oben wartet. Und dann beende ich auch mal, weil ich habe jetzt schon wieder viel zu lang gemacht. Das dauert ja jetzt eh... Ach, der Magier kommt sogar auch wieder. Das ist eklig. So. Zwei Typen reichen noch. Also, gehen noch. Das Blöde ist natürlich... Hä? Was ist gerade eben passiert? Ich habe irgendwie... Irgendwie ist gerade sehr viel passiert. Ich habe viel Schaden genommen, aber ich glaube, der Gegner auch. Boah, jetzt brauche ich schon 2 plus 3 Tränke, um mich komplett voll zu heilen. Das ist heftig. So. Sehr schön. Ja, nicht mal das reicht. Wow. Okay, dieser große Typ ist auch wieder da. Von hinten kam doch vorhin dann noch irgendwo einer. Ich weiß auch nicht, wo der her sein soll. So, der ist Geschichte. Da kommen die beiden. So, der starrt da gegen die Wand. Warum auch immer. Wenn es ihm Spaß macht, kann das gerne weitermachen. Ich werde ihn jetzt erledigen. So, du nämlich. Du hältst nämlich nicht arg viel mehr aus als deine Kollegen da unten. Denn das finde ich ja ganz schön. So, und da kommt jetzt so ein Typ. Ich weiß zwar nicht, woher der kommt, aber der kommt da irgendwo her. Wahrscheinlich von da hinten dann. Vielleicht muss ich alle diese Dinger zerstören. Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Nee, das wird wahrscheinlich nicht so sein. So, au. Oh Gott, oh Gott. Was geht denn jetzt bitte? Wo ist der hin? Das sind alle von den Dingern.
Kann ich mir jetzt zwar... Ach, er kann sich teleportieren. Das ist mies. Gut, dass er es das erste Mal nicht gemacht hat. Hier, das lässt sich doch bewegen. Hm. Oh Gott. Das wird sehr doof, da hochzukommen. Jetzt halt vor allem. Ich denke, ich renne durch zu dem... Na, hier zu ihm. Oh mein Gott, hat das mich gerade erschreckt. Kannst du bitte mal drauf gehen, dankeschön. Das Problem ist halt, ich habe jetzt eigentlich keinen Trank mehr. Wenn ich da jetzt fertig bin, oder ein oder zwei. Mhm. Nee, 11 Tränke werde ich wahrscheinlich haben. Wenn ich dann da oben voll sein will. Oder vielleicht... Oh mein Gott, wo kommt denn der jetzt her? Mit dir habe ich nicht gerechnet, ganz... Und wo kommt der jetzt her? Der ist nämlich vorhin auch schon irgendwie hergekommen, einfach. Man kann hier ja doch nirgends runterspringen, oder? Oder vielleicht doch. Halt, der hat noch was für mich. Gerade das Kristallschwert, okay. Ist ja jetzt nicht so gut. Gut, okay, es macht natürlich sehr viel Schaden, aber... Na gut, okay, wenn man sie hier farmen kann, dann ist ja in Ordnung. Und ansonsten bringen sie nicht wirklich was.